Die haben uns wirklich belächelt. Die haben gesagt, was ist das denn für eine spinnende Idee halt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kraut im Ohr. Heute wird es sehr spannend. Wir dürfen heute für Kraut im Ohr einer kleinen Sensation auf die Spur kommen, denn wir widmen diese Folge dem Löwenzahn bzw. seinem russischen Bruder. Und es wird nicht politisch. Es geht um eine Pflanze, die die Welt neu zum Rollen bringen könnte. Mit nachhaltigen Reifen aus Löwenzahn, mit einer wirklich ausgeklügelten Strategie im Zusammenspiel aus Biologie, Technik und Landwirtschaft und mit unserem heutigen Gast, zugeschaltet aus Münster, Herr Professor Dirk Prüfer, herzlich willkommen. Ja, Herr Prüfer, auch von meiner Seite. Genau, hallo, ist, das muss ich vorlesen, denn ich kann es sonst gar nicht auswendig, ist nicht nur mittlerweile ein Medienstar, sondern hat eine Professur für die molekulare Biotechnologie der Pflanzen am Institut für Biologie und Biotechnologie der Pflanzen der Universität in Münster und ist Leiter der Außenstelle Pflanzliche Biopolymere des Fraunhofer Instituts für Molekularbiologie und Ökologie, ebenfalls in Münster. Sie haben mit dem Fraunhofer-Institut und dem Reifenriesen Continental am Naturkautschuk der Zukunft geforscht, der eben nicht aus dem Regenwald in den Tropen, sondern von hiesigen Feldern stammen soll und greifen dabei tief in die Trickkiste von Mutter Natur. Sie waren nominiert für den Zukunftspreis 2021, weil sie zeigten, dass sich auf ökologisch verträgliche Weise Produkte herstellen lassen, denen mit Kautschuk aus der herkömmlichen Fertigung, also aus dem Hevea-Baum aus den Tropen, ebenbürtig ist. Und diese Pflanze ist der Löwenzahn. Und da sind wir natürlich von Kraut im Ohr hellhörig geworden. Und wir dürfen heute hautnah verfolgen, wie eine alte Wildpflanze zu ganz neuen Anwendungen kommt. So, Herr Prüfer, jetzt sind Sie dran. Ja, vielen, vielen Dank für die einführenden Worte. Das ist immer, wenn man das selber hört, das hört sich immer wirklich auch für mich noch komplex an, halt diese langen Titel halt, aber das hat alles eine Historie, weil ja jeder in den Instituten auch seinen Bereich dann eben halt auch dann abgebildet haben möchte. Ja, also zu meiner Person vielleicht noch in Ergänzung halt, also ich bin von der Ausbildung wirklich so klassischer Biologe noch, also ich habe noch diese klassischen Disziplinen auch gelehrt bekommen. Schwierig damals auch für mich selber, weil man wollte ja auch damals schon so ein bisschen mehr in diese molekularen Bereiche vorstoßen und weniger die Systematik von Pflanzen sich anschauen. Aber über die Jahre habe ich das dann auch mehr oder weniger lieb gewonnen halt. Also auch nicht nur eben halt, wie man heute das so schön macht in der Biologie. Man hat Modellsysteme. Also bei den tierischen Systemen ist es die Maus. Bei den Insekten ist es die Fruchtfliege, die jeder zu Hause kennt, wenn er mal dann irgendwo Obst in der Schale hat, was langsam so ein bisschen kaputt geht. Und bei Pflanzen ist es halt Arabidopsis. Das ist eben halt auch eigentlich eine Unkrautpflanze, die auf dem Feld eben schön wächst, Schachtelhalm. Und wir lieben wir haben dann ja. Aber es gibt halt ein bisschen mehr als eben nur diese Modellsysteme halt. Ja? Weil also wenn man eine Pflanze hätte, die alles könnte, dann würde man auf dem Feld ja auch nur eine Pflanze sehen, eben halt die von mir aus jetzt Kartoffeln macht, Tomaten macht, Getreide macht, aber dem ist ja nicht so. Wir haben ja eine sehr, sehr große Vielfalt an Pflanzen. Und jede dieser Pflanzen, da ist so viel Potenzial drin, halt, was wir eben halt auch nutzen können, wenn wir über nachhaltigere Systeme auch dann reden. Wenn Sie eine Pflanze wären, welche wäre das denn? Also ich habe schon, muss ich wirklich sagen, also seit Kindheitsjahren war der Löwenzahn für mich schon immer eine interessante Pflanze mit ein paar weniger netten Erfahrungen halt. Also das war jetzt, als ich klein war, ich war immer sehr gerne, oder wie Kinder halt sind, auf einer Wiese. Und ich fand den Löwenzahn damals auch schon so faszinierend. Und was man natürlich macht, wenn man diese Pusteblume abreißt, um dann eben halt diesen Samen zu verstreuen, dann kommt ja halt diese weiße Milch daraus. Und das kennt man, wenn man die aufs weiße T-Shirt bekommt, dann gibt das braune Flecken, die sich ganz, ganz schlecht rauswaschen lassen. Ich weiß, das kann man machen halt, aber es ist nicht nur mit einer einfachen Maschine dann Wäsche getan. Und das hat bei meiner Mutter zumindest auch wenig Gegenliebe gestoßen halt, dass diese T-Shirts dann immer dann mit diesen braunen Flecken dann beschmutzt waren. Was? Aber bei Ihnen hat das so viel Liebe ausgelöst, dass Sie jetzt sogar Löwenzähne züchten, die noch viel mehr von diesem weißen Saft produzieren. Und genau darüber möchten wir jetzt vielleicht ganz kurz mal mit Ihnen reden. Das Projekt ist sehr abenteuerlich, es ist schnell erzählt, vermeintlich, nämlich aus der wunderbaren Pusteblume, aus dieser ja, Kinderpflanze, wie Sie auch sagen,
machen Sie ein oder extrahieren Sie den einen Kautschuk, eine Gummiart und machen daraus Fahrradreifen. Das klingt medienwirksam. Beschreiben Sie das mal und ist das tatsächlich so? Ja, also dafür muss man wissen, halt diese weiße Milch, die dann eben rauskommt, wenn man so eine Pflanze dann eben aus dem Blatt abreißt, da gibt es einen Feststoff drin in dieser Milch. Und das ist der Kautschuk oder Naturkautschuk in dem Fall, weil es eben von der Natur kommt. Und das muss man sich vorstellen, das ist ein, was nennt man so schön, Biopolymer. Das muss man sich so vorstellen wie eine Menschenkette. Und die Qualität dieses Biopolymers hängt davon ab, wie lang die Menschenkette ist. Also es müssen sich wenigstens, sagen wir mal, 5.000 bis 10.000 Menschen die Hand geben. Dann bekommt man so ein Biopolymer eben halt, was einen industriellen Nutzen hat, also was man für Reifen verwenden kann. Es gibt ja so unwahrscheinlich viele von diesen Milchsaftpflanzen, also es ist ja nicht nur der Löwenzahn, ne? Dann gibt man den Kautschukbaum, dann kennt man von zu Hause vielleicht den Ficus, wenn man den anschneidet, kommt außen eine Milch heraus. Es gibt aber tatsächlich nur drei Pflanzen, die eben diese Menschenkette so lang machen, dass man da eben halt auch ein verwertbares Polymer rausmachen kann. Und das ist eben halt einmal der Kautschukbaum, wo aktuell eben halt dieser Rohstoff draus gewonnen wird. Es gibt den Löwenzahn, es gibt noch so einen Wüstenstrauch oder semiariden Wüstenstrauch, der wächst so im Norden von Mexiko, heißt Guayule. Und das sind die drei, die einfach dieses Biopolymer in der Länge machen, die wir brauchen. Ja, erzählen Sie mal, warum wir das brauchen. Das hat ja auch schon, glaube ich, eine Geschichte, die in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgeht, wo wir also auch schon Versuche hatten, aus Löwenzahn Kautschuk zu machen. Ist eine wichtige Rohstoffquelle und derzeit vor allem scheinbar in den Tropenwäldern extrahiert. Oder genau. Erzählen Sie mal ganz kurz, wie man auf die Idee kam. Ja, vielleicht ganz kurz davor noch. Es ist, dass dieses Biopolymer braucht man bei Autoreifen, vor allem dann, wenn man Lkw-Reifen bauen möchte oder Winterreifen. Und das liegt einfach daran, es gibt ja auch einen synthetischen Kautschuk, der wird aus Erdöl gemacht. Aber der hat eben halt einen Nachteil und das ist eben, der ist weniger elastisch, vor allem im Winter. Und wenn man sich jetzt vorstellt, bei so einem Reifen, der jetzt beim Lkw-Reifen, der hat eine unwahrscheinlich hohe mechanische Belastung. Und das können Sie mit so einem Synthese-Kautschuk nicht hinbekommen. Das braucht man Naturkautschuk vor. Oder im Winterreifen eben halt, weiß man auch, im Winter wird natürlich so ein Gummi, wenn er friert, dann eben so ein bisschen spröde, also hart. Und dieser Naturkautschuk, der hat eben eine höhere Kälteflexibilität. Deswegen ist das ein Rohstoff, auf den wir nicht verzichten können. Es gibt immer die Sachen, die sagen, wir können alles synthetisch. Nee, können wir nicht. Also das ist wirklich, da ist man zu 100% auf die Natur angewiesen. Und jetzt kann man sich vorstellen, also es gab ja mal Jahre, also gerade die erste Hälfte im 20. Jahrhundert, wo eben halt gerade kriegsbedingt auch, gell? War natürlich viel, also die ganze Welt hing eben halt von dem Import von Naturkautschuk aus Südostasien ab. Und als damals die Achsenmächte, also Japan, Deutschland und Italien, also gerade die Japaner Südostasien besetzt hatten, dann haben halt Russen oder die Alliierten generell kein Naturkautschuk mehr bekommen. Da wurde einfach im Prinzip die Lieferung abgeschnitten. Und die Russen haben eigentlich schon vor dem Krieg angefangen, damit zu forschen halt, weil es ist natürlich immer so ein wesentliches Ding, ohne Reifen kann ich keine Kriege machen halt. Und Stalin hat damals gesagt, das russische Reich oder diese Sowjetunion, die ist so groß und man hat alles, man hat Erdöl, Gas und alles, was man hat, nur keinen Kautschuk. Und hat dann eben seine Botaniker beauftragt, also aus dem ganzen riesigen Reich, sie sollen das doch mal durchforsten, ob sie irgendwo eine Pflanze finden, die auch Naturkautschuk macht. Und das haben sie dann auch gefunden, und zwar in diesem Tal in Kasachstan. Eigentlich müsste der auch kasachischer Löwenzahn heißen und nicht russischer Löwenzahn. Und das ist ein Tal in den Xinjiang-Gebirge. Das grenzt so an China und Kirgisien. Und das ist ein Tal, da ist so die höchste Biodiversität, die man sich so vorstellen kann bei den Pflanzen. Das liegt einfach daran, da hat die Eiszeit an dem Gletscher, der Gletscher hat an diesem Berg gestoppt oder an diesem Gebirgezug gestoppt. Und dahinter das Tal ist eben halt immer von der Eiszeit dann eben oder vom Gletscher eben nicht überrollt worden. Sonst gäbe es doch den russischen Löwenzahn heute nicht mehr. Und da haben sie das gefunden und haben das dann mitgenommen und haben schon mal so anfänglich so Extraktionen gemacht, also diesen Rohstoff da rauszuholen und auch schon so mal so ein bisschen diese Pflanze gezüchtet in der Richtung. Und als es dann zum Krieg kam und die Deutschen dann eben ihren Russlandfeldzug eben halt dann Zugriff auf diese Sammlung gehabt haben, haben sie das mit nach Deutschland genommen. Und die damalige Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, das ist der Vorläufer von Max Planck heute,
die haben halt dann eben halt das in den Jahren beforscht und waren aber wenig erfolgreich, weil einfach die Methoden noch nicht so weit waren und das Verständnis über die Züchtungsverfahren noch nicht so weit waren, sodass man das nach dem Zweiten Weltkrieg, als diese Zugänge wieder offen waren zum Naturkautschuk aus Südasien, hat man es dann einfach diese Programme eingestellt. Ja, das ist total spannend, weil man sich ja auch jetzt mit auch dieser Kriegserfahrung, die wir gerade ja vor Augen haben, gar nicht vorstellen kann, dass man ausgerechnet an Löwenzähnen inmitten von Bombenhagel auch noch forscht. Wie unterscheidet sich denn dieser kasachische Löwenzahn von unserem Taraxacum officialis, also dem, den wir vermeintlich hier auf der oder oft auf den Wiesen finden? Genau. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wir kriegen oftmals, wenn wir irgendwo einen Bericht in der Zeitung hatten oder im Fernsehen oder Rundfunk irgendwo, Briefe, dass Angebote eben halt, dass wir da eben 3, 4 Hektar von diesem einheimischen Löwenzahn eben halt haben könnten. Der kann eigentlich, das ist eigentlich das Problem. Also der hat auch ein bisschen Naturkautschuk drin, aber das ist so wenig, dass sich das nicht lohnt, das daraus zu extrahieren halt. Also alle die Versuche, die man gemacht haben mit diesem einheimischen Löwenzahn oder gewöhnlichen Löwenzahn eben halt so eine Kautschukproduktion aufzubauen, das funktioniert nicht. Und das liegt einfach an den Mengen. Also sie haben eine wahnsinnige Biomasse und da kommt nur ganz wenig raus. Interessanterweise dieser russische Löwenzahn, der macht sehr viel Kautschuk in seinen Wurzeln. Also mal den Vergleich, beim einheimischen Löwenzahn haben wir unter 1% Naturkautschuk in dieser weißen Milch. Beim Russischen ist das stellenweise an 10 bis 15%. Und dann kam Ihre Forschung und jetzt haben Sie ja bis zu 20% Ertrag. Das heißt, Sie sind hingegangen wie, ich stelle mir das jetzt ganz naiv vor, wie bei den Mendelschen Gesetzen und haben jetzt extrahiert, wer welche Pflanze besonders viel produziert und das dann weitergezüchtet oder? Ja, also erstmal war es gar nicht so einfach, die Pflanze zu bekommen. Okay, So, genau. das war. Also wir hatten damals dann botanische Gärten weltweit angeschrieben, weil die in ihren Saatgutsammlungen, das kann man öffentlich einsehen, hatten die ja eben halt auch diesen Löwenzahn abgelegt, diese Art. Und die haben uns dann bestellt, und das haben wir wirklich in Australien, dann Nordamerika, in Europa, in Russland und so weiter. Und das haben wir dann bekommen. Aber als wir den hier im Laboren hatten, haben wir uns die mal genauer angeguckt und das passte halt alles nicht. Also einmal von seiner Biologie her passte das nicht. Also der russische Löwenzahn war beschrieben als eine sexuell vermehrende Pflanze. Die Pflanze, die wir bekommen haben, die konnte selbst Samen machen. Das nennt man Apomixin. Also die braucht keine Befruchtung dafür. Das passte schon nicht. Und die Kautschukgehalte, die waren eben unter 1%. Also das haben wir dann, wir kannten den Russen, wir hatten ja noch nie in der Hand gehabt. Und selbst wir hatten so einen Spezialisten in Tschechien gehabt, der so ein Löwenzahn Papst ist, also er kennt sie auch alle so. Und als er ihm die gegeben hat, ich habe das selten gesehen halt, also er hatte wirklich so ein bisschen Tränen in den Augen, hat gesagt, es wäre das erste Mal in seinem Leben, dass er den russischen Löwenzahn in der Hand hält. Und dann haben wir gesagt, ja, aber es ist irgendwie komisch, weil es passt alles nicht halt. Und dann wurde irgendwann mal klar, als wir uns im Labor näher angeguckt haben, das kann es nicht sein. Weil der hatte von seiner Genetik, also wenn wir das Buch gelesen haben, wir haben dann das Genom ein wenig sequenziert, haben das Buch gelesen, haben mal so uns das auf die ganze DNA angeschaut und das war klar, das sind alles Klone gewesen. Also die sahen alle an genetisch identisch. Das war so wie so eine Klonarmee. Und das liegt einfach daran, da muss irgendeiner hingegangen sein und hat dann irgendwann mal auch in der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert allen botanischen Gärten weltweit eine Samen einer Pflanze gegeben, die genetisch identisch war. Und die haben alle das gleiche Material gehabt und wir haben jetzt rausbekommen, das ist eben halt eine Kreuzung zwischen dem Russischen und den Einheimischen gewesen. Und der sieht halt ein bisschen anders aus und macht halt kein Naturkautschuk. Das hat uns 1 Jahr, 2 Jahre gekostet an Arbeit, halt, also das rauszubekommen. Und haben dann eigentlich einmal durch eine Exkursion in dieses Tal nach Kasachstan und eben halt, da wir eine sehr, sehr schöne Kooperation hatten mit dem Wawilow-Institut in St. Petersburg, haben wir dann Original-Akkessionen bekommen halt. Und als wir die dann im Labor hatten, passte das auf einmal. Die waren sexuell vermehrend und hatten auch Kautschuk in der Wurzel, aber nicht diese beschriebenen 15%, die es da gab, sondern die lagen bei 3%. Also wir haben bei 3% gestartet. Und was wir dann gemacht haben, wir haben im Labor eben uns genau angeschaut, auf molekularer Ebene, wie funktioniert eigentlich die Kautschuk-Biosynthese? Das war vorher nicht bekannt. Also welche Gene sind da involviert und so weiter. Und das sage ich immer wieder, wir machen bei uns im Labor durchaus Gentechnik, aber das machen wir nur zum Erkenntnisgewinn. Die Pflanzen kommen niemals aufs Feld, die kommen auch nicht in die Freiheit, sondern die sind hier Isolierkammern drin. Und dann wissen wir aber, das Gen ist entscheidend für eine hohe
Produktion von Naturkautschuk. Und das muss man sich so vorstellen. Also ich weiß schon im Keimling dann, dass diese Pflanze, die heranwächst, wird nachher viel Naturkautschuk machen, wenn das Gen vorliegt. Also Beispiel mal, ich würde eine Rose züchten, ja, die soll rot werden. Und ich kenne das Gen für rote Farbe. Da muss ich nicht so lange warten, bis die Rose blüht, sondern ich weiß schon im Keimling, weil ihr Stück DNA da drin ist, natürlich da drin ist, nicht über Gentechnik, dass eben halt die Pflanze irgendwann rot wird. Und das haben wir dann genauso gemacht. Wir haben also die Gene identifiziert. Und wenn unser Züchter, der in Bayern sitzt, dann gekreuzt hat, kann er mit dieser Information, kann er nachgucken, ist das Gen drin? Und das macht man mit der PCA. Das kennt ja heute jeder durch Corona, dank Corona, weil wir eigentlich gar nicht keinen Dank an Corona aussprechen, aber dadurch weiß man, was PCA ist. Dann kann er das nachweisen, es ist da, und dann weiß er, das wird eine Pflanze. Und dann haben wir über die Jahre, das ist jetzt fast 10 Jahre Züchtungsarbeit, sind wir von diesen, sagen wir mal, 3% auf mittlerweile fast an die 20% hochgekommen. Faszinierend. Und äußerlich sieht denn jetzt diese Pflanze so aus, wie ich mir jetzt mal einen Löwenzahn vorstelle, oder ganz anders? Ja. Also wenn man den jetzt da hinstellt, würde man direkt sagen, das ist ein Löwenzahn. Also was unterschiedlich ist, ist, der hat viel mehr Blüten, kleinere Blüten, aber dafür viel mehr. Und das liegt einfach daran, weil er eben eine sexuelle Befruchtung macht, muss er attraktiver für Insekten sein halt. Und deswegen hat er, macht er unwahrscheinlich viele Blüten, dass viele Insekten angelockt werden. Unser Einheimischer, das kennt man, der macht dann so 2, 3 von den großen halt. Aber genau. Der braucht eigentlich die Insekten gar nicht für seine, für seinen Fortbestand. Also ich finde es total faszinierend, auch wenn ich es natürlich auf molekularer Ebene nicht wirklich verstehe, finde es aber total spannend, wie ja dann auch Sie wirklich auf eine weltweite Suche nach diesem echten und richtigen Saatgut oder nicht Saatgut, Samengut sozusagen gekommen sind. Mhm. Und Sie haben, glaube ich, auch mal irgendwo gesagt, Pflanzen sind in Deutschland unterbewertet. Wurden Sie nicht auch belächelt für so ein Projekt? Das ist der mit den Löwenzähnen? Mhm. Ja, also ich weiß, ich werde das nie vergessen, so die ersten Jahre, also das war gerade so 2005 bis 2008. Es ist halt so, also wir können ja an der Universität auch nicht bei Fraunhofer, können wir ja keine Forschungsprogramme selbst finanzieren. Diese finanziellen Ressourcen gibt es ja gar nicht. Also was wir da gemacht haben, wir haben mal so eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit mal drauf laufen lassen halt. Aber um sowas aufbauen zu können in der Größe, die notwendig ist, um so eine Pflanze eben von der Wildsorte in eine Nutzpflanze zu überführen, das ist schon, das braucht viel Arbeit, viele Menschen, die daran forschen, und es braucht natürlich auch die finanziellen Ressourcen. Und als wir damals dann mal zu den Förderern gegangen sind, also zum Beispiel Bundesministerium für Forschung und Bildung, die Programme haben halt, um auch eben Pflanzen zu etablieren oder bestehende Pflanzen besser zu züchten, die haben uns wirklich belächelt. Die haben gesagt, was ist das denn für eine spinnende Idee halt? Also die ersten Reaktionen waren wirklich genau das, bekloppt, verrückt. Was natürlich sehr spannend ist in unserem Podcast, der sich ja eben mit Wildkräutern beschäftigt. Sie sagen es gerade, spielen Sie nicht ein bisschen der liebe Gott, wenn Sie sagen, ja, Sie züchten aus einer Wildpflanze eine Nutzpflanze. Das hat man ja bei der Brennnessel zum Beispiel auch gemacht, indem man probiert hat, daraus zur letzten Jahrhundertwende auch Faserpflanzen in Serie herzustellen. Das hat die Brennnessel, glaube ich, gar nicht so gerne gemacht und ist gar nicht erfolgreich gewesen. Sie sind aber ja jetzt hingegangen und haben Menschen davon überzeugt, Löwenzahn in Serie anzubauen und ja tatsächlich aus diesem Wildkraut eine Kulturpflanze gemacht. Genau. Ich sage das immer wieder, ich warne auch davor. Man liest das sehr, sehr oft halt. Gell? Und das tut der Pflanzenforschung eigentlich auch nie so richtig gut. Ich habe schon so oft in Zeitungen gelesen, da war wieder irgendjemand in irgendeinem Urwald oder irgendwo an einer Steppe gewesen, hat eine Pflanze gefunden, die hat er mitgebracht, hat die am nächsten Tag angebaut, ohne Dünger, ohne Chemie und alles und sowas, und hat riesige Erträge und alles super. Das sind meistens Erkenntnisse, die man daraus zieht, wenn man so eine Pflanze mitbringt und hat vielleicht ein Gewächshaus und stellt da 2 rein und die verhalten sich so. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich eine Wildpflanze habe, die ich aus so einem Tal raushole oder auch eben halt aus einer Wiese, die ist ja an ihrem Standort zu 100% angepasst, da fühlt die sich wohl. Die ist es nicht gewohnt, in einer Monokultur zum Beispiel auf dem Feld zu stehen. Und das ist jetzt beim Löwenzahn die Notwendigkeit. Also wenn ich damit Reifen bauen will, reichen mir nicht 2 Pflanzen aus, sondern ich brauche das wirklich felderweise auch, um auch eben nicht nur einen Reifen bauen zu können, sondern so eine Serie. Weil ich will ja nicht nur einen Reifen bauen, der auf der Straße ist, da habe ich nichts mit gewonnen, sondern wir wollen ja, dass eben halt viele, viele Reifen daraus gebaut werden. Und wenn man das dann tut, wenn man so einen Löwenzahn aus der Wildsammlung auf dem Feld setzt, dann fühlt er sich da gar nicht mehr so wohl. Weil das ist nicht mehr seine natürliche Umgebung. Und dann muss man angucken, dann stehen da Pflanzen drin, die haben eine sehr gute Performance und die nimmt man dann raus und verkreuzt sie dann wieder, weil die fühlen sich ja schon mal wohl.
Und die nächste Saatgutstufe, die man aus dieser Kreuzung rausbekommt, von zwei Pflanzen, die sich haben wohlgefühlt auf diesem ersten Feld, da sieht man schon die resultierenden Nachkommen. Da sind schon mehrere dabei, die sich unter den Bedingungen wohlfühlen. Also man muss jetzt sukzessive die an die Bedingungen dann eben anpassen. Das nennt man dann Züchtung. Ja? Also im Prinzip die Pflanze, ich sage jetzt mal das böse Wort, das mehr oder weniger zwingen dazu, dass sie irgendwann mal da wachsen möchte halt. Ja? Das braucht man jetzt bei einem Massenprodukt. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Medizinalpflanze, wo ich wirklich da nur ein Gramm brauche dafür, um eben halt den ganzen Sektor zu decken oder den ich vielleicht für ein Jahr brauche, dann müsste ich das nicht tun. Dann kann ich mein Gewächshaus voll damit machen, dann passt das. Aber wenn ich jetzt eine Pflanze nehme und an den großen Mengen anbauen will, muss ich sie züchten. Ich werde das nie mit einer Wildpflanze machen können. Aber Sie haben es ja auch geschafft. Also ich meine, es kann ja auch wie bei der Brennnessel gar nicht funktionieren. Nee, wir haben das geschafft halt, aber einfach, das bedarf in gewisser Weise in einer Phase, wo man sich gedulden muss. Also das ist einfach so, wir haben Jahre, da gibt es einen riesigen Fortschritt, dann haben wir auch Jahre, da geht es wieder zurück halt. Oder? Und dann hat man gezüchtet und dann kommen jetzt so Trockenperioden, also Klimawandel, da merkt man eben auch schon, da hat er ein Problem mit, da muss man also wieder vielmals auch wieder zurückgreifen, dann auf andere Populationen, dann wieder neu anfangen halt. Das ist halt Züchtung. Und wenn man sich mal so unsere Nutzpflanzen heute anguckt, das waren ja auch mal alles Wildpflanzen. Das beste Beispiel finde ich immer den Mais, diese kleine Theosinte, wo man so 9 bis 15 Körner dran hatte. Und heute so ein ordentlicher Maiskolben da ist, da sieht man schon, was Züchtung kann. Oder auch was, nicht nur die Züchtung, sondern was die Pflanze auch im Prinzip kann, wenn sie will halt, wenn man sie dahin hinbringt. Und was wir aber immer gemacht haben, also wir haben ja jetzt nicht in diesem Löwenzahn irgendwas, also mit Gott spielen finde ich immer, wenn man jetzt anfängt, sagen wir mal, das ganze Genom neu zu modulieren, dass man sagt, das brauche ich nicht, das nehme ich raus, da tue ich was Neues für rein. Aber wir haben ja eigentlich an diesem, das, was drinne ist, eigentlich nichts Großartiges geändert, sondern wir haben durch Züchtung eben halt gute Eigenschaften zusammengebracht, halt, aber die in der Natur ja vorliegen halt. Die guten Eigenschaften mussten sie aber ja auch Menschen nahebringen, die jetzt plötzlich den Löwenzahn nicht mehr in großem Stil ausreißen, sondern ihn bewusst anbauen. Also da brauchten sie auch sicher Flächen. Ja, das war auch so eine Sache. Also einmal neben dieser Geschichte zu erzählen, wir wollen aus Löwenzahn Kautschuk Reifen bauen, war natürlich die Sache, Landwirte zu finden, die bereit waren, das anzubauen. Weil jeder Landwirt natürlich seine Felder spritzt gegen Löwenzahn. Also die meisten Spritzmittel, die auf dem Markt sind, das kann man auch einfach mal sehen, wenn man einfach nur mal in die Werbung reinguckt. Meist ist der Löwenzahn abgebildet, weil den keiner natürlich haben will. Das ist auch so ein Phänomen. Löwenzahn, wenn wir mit vielen Leuten geredet haben, steht immer so als Symbol der Ökologie. Aber keiner will unbedingt in seinem oder ihrem Garten haben halt. Gell? Wofür wir ja kämpfen hier, genau. Genau, das ist schon kurios halt. Gell? Und die ersten Landwirte oder Landwirtinnen haben es auch gesagt, naja, also nee, wollen wir nicht und sowas. Und als sie erstens angebaut haben und dann eben halt dieses Momentum kam, das war so wesentlich wichtig auch in dem Projekt, dass ein großer Reifenhersteller sich bereit erklärt hat zu sagen, ja, wir wollen da wirklich Reifen draus bauen. Dann war auf einmal die spinnende Idee einiger Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, ne, das war dann geglättet worden. Es gab einen großen Konzern, der sagt, da bauen wir wirklich Reifen draus halt. Ne? Und dann sagten die das anbauen sollten, aber immer, oh ja, wenn da so ein großer Reifenbauer ist, dann muss da mehr hinter sein. Also bauen wir das auch mal an halt. Ne? Und das hat jetzt dazu geführt, dass in Mecklenburg-Vorpommern da jetzt mehrere landwirtschaftliche Betriebe sich wirklich mit dem Anbau von Löwenzahn intensiv beschäftigen. Wir hatten hier damals in Münster, sage ich mal, wenn es hochkommt, so 50 Quadratmeter, in Bayern waren es mal 1 Hektar und da gehen wir jetzt schon in die Bereiche 200, 300, 400 Hektar halt. Gell? Und das wird jetzt skaliert, weil man braucht halt viel von diesem Rohstoff, um eben halt auch dann die entsprechende Menge an Reifen zu bauen. Das sagt uns auch die Continental immer wieder, wenn wir auf den Markt mit einem Autoreifen gehen, müssen wir wenigstens so und so viele Reifen bauen, dass wir das nachhaltig den Markt dann eben halt damit auch bedienen können. Das nützt nichts, mal ein Jahr das auf den Markt zu bringen und nächstes Jahr kann man es nicht mehr kaufen. Halt. Ich stellte mir das auch am Anfang sehr niedlich vor, wenn Sie da mit so ein paar Gramm, maximal einem Kilo an Löwenzahn-Kautschuk vor einen renommierten Reifenhersteller treten und sagen, ey, können wir daraus einen Fahrradreifen bauen? Aber das ist tatsächlich ja, also was ich an der Geschichte besonders spannend finde, ist ja wirklich, Sie haben unglaublich viel Brain in diese Forschung gesteckt. Dann finden Sie auch noch Menschen in der Landwirtschaft, die Sie da unterstützen und die Industrie, die dann ja ein echtes Produkt tatsächlich auf den Markt bringt, das im Endeffekt ökologischer ist als der Kautschuk aus den Tropen.
Also das ist ja wirklich so eine sehr schöne Storytelling-Geschichte, wie man das heute so modern benennt, weswegen das eben so nett erzählbar ist. Aber ich kann mir vorstellen, der Weg dahin war dornig und steinig und die Reifen waren auch mal zwischendurch platt sozusagen. Genau, ja. Aber das sieht man ja auch sehr schön. Wir haben dann also jetzt diesen Fahrradreifen, der ist ja nachhaltig auf dem Markt, den kann man kaufen. Der kostet auch genauso gleich, der kostet das gleiche wie sein Pendant aus dem Kautschukbaum. Also da ist auch jetzt kein Preisaufschlag drauf. Und das gleiche soll irgendwann mit den Autoreifen kommen. Und es ist natürlich auch ein schöner, also ich, das ist so dann auch mein Herz, das Herz meiner, also was in meiner Brust schlägt als Biologe. Wir lernen hier an der Uni auch Nachhaltigkeit. Gell? Und da sollten wir uns nicht davor verstecken, halt diese Bilder. Ich meine, das ist natürlich jetzt dominiert gewesen von Corona und es ist dominiert natürlich jetzt durch diesen Ukraine-Konflikt. Das ist alles schlimm, gar keine Frage. Aber was wir auch bei der ganzen Sache nicht vergessen sollten, was da gerade in den tropischen Regenwäldern oder Tropenwäldern passiert, das ist eine absolute Katastrophe. Und wenn wir all diese anderen Sachen vielleicht mal irgendwann beendet haben, wird vielleicht was vor der Tür stehen, und es steht ja schon vor der Tür, wenn man ehrlich ist, was uns noch viel, viel mehr Sorgen bereiten wird. Und das ist eben halt den Klimawandel, den wir erleben. Und viele Menschen sind sich einfach nicht bewusst darüber, welche Bedeutung diese Tropenwälder dafür haben halt. Und studieren noch immer wieder, wenn ihr natürlich hingeht und immer nach wie vor noch billiges Fleisch essen wollt, dann tragt ihr natürlich im entscheidenden Maße dazu bei, dass in Südamerika die Urwälder geholzt werden. Die machen das nur, weil sie Soja verkaufen können halt. Ja? Das gleiche gilt für Palmöl oder für Kautschuk in zunehmendem Maße auch eben halt in Südostasien halt, wo viele, viele Regenwälder und tropische Wälder eben geholzt werden oder schlimmstenfalls sogar brandgerodet werden, um noch mehr CO2 dann in die Atmosphäre zu bringen, durch eben die Schaffung von Monokulturen, Palmöl, also Ölpalme und eben Kautschukbaum. Und wenn wir da was machen wollen, das sehen wir ja gerade auch sehr schön jetzt in dieser Energieversorgungsdiskussion, die wir jetzt führen wegen Russland, brauchen wir eine Alternative. Also wir können ja nicht den Finger hier heben und sagen, ihr bösen, bösen da unten und sowas, wie könnt ihr sowas machen? Auf der anderen Seite aber diese Produkte, und das sind wir gerade in Europa und Nordamerika, diese Produkte möglichst billig zu kaufen halt. Oder? Und wir können da nur gegen arbeiten, wenn wir eine Alternative haben. Und das ist jetzt der Versuch eben hier in einem Bereich, der eben halt in Europa oder auch in Nordamerika noch gar nicht da war. Wir haben eine Naturkautschuk-verarbeitende Industrie, aber keine produzierende. Also das war ja auch, musste auch komplett aufgebaut werden. Wirklich eine Alternative zu etablieren und zu sagen, was wir jetzt machen wollen, ist den Mehrbedarf damit zu decken. Das ist eigentlich unser Ziel erstmal, das hinzubekommen, weil die Prognosen, die wir im Augenblick haben, ist, dass es in 2035 ungefähr eine Unterdeckung von 400.000 bis 500.000 Tonnen Naturkautschuk gibt. Eine Kautschukplantage mit Kautschukbaum macht ungefähr 1 Tonne pro Jahr. Das ist nicht viel. Man denkt ja immer, so ein Baum macht unwahrscheinlich viel. Ein Baum produziert pro Jahr nur 1,5 Kilogramm Naturkautschuk. Das ist nicht viel. Und das würde heißen, also wir brauchen 500.000 Hektar Regenwald, Umwandlung in Kautschukbaumplantage. Und das wollen wir verhindern, halt, indem wir das über Löwenzahn dann kompensieren. Diese 500.000 Hektar, da redet man ungefähr über die Fläche, so ein bisschen Mallorca, das ist die Größe. Wenn man das mal projiziert auf die Länder, wo das angebaut werden könnte, also ganz Nordamerika, das ist gut, Russland ist jetzt natürlich schwierig, aber ganz Russland, ganz Europa, ne, das und dann eben auf der südlichen Hemisphäre hätte man noch Südamerika, also die südliche Südamerika, Argentinien, Chile in dieser Richtung, Südafrika, Australien, da verschwinden diese Flächen halt. Und das Gute ist, es geht nicht in die Nahrungsmittelproduktion, weil wir sehen schon, dass wir da Böden nehmen können, sogenannte Sekundärertragsböden, sehr sandige Böden auch, wo der dann eigentlich auch recht gut gedeiht noch. Also wir würden auch nicht diese Tankteller-Diskussion dann aufmachen. Und würden halt, sagen wir mal so, Sekundärböden nutzen dafür und damit eben hochwertige Regenwälder schützen. Also das klingt traumhaft und auch von den Eigenschaften dieses Naturkautschuks aus Löwenzahn gibt es ja keinen Unterschied. Also es ist eine echte Alternative. Genau, ist eine echte Alternative. Also die Fahrradreifen, die sind ja getestet worden. Also ist ja alles auch, das ist ja auch sowas, was man eben halt nicht mitbekommt. Das ist ja nicht so, dass Continental einen Reifen baut und dann wird er am nächsten Tag verkauft, sondern unterliegen natürlich Performanceprüfungen, auch Sicherheitsprüfungen. Deswegen dauert es beim Autoreifen auch ein bisschen länger, als das beim Fahrradreifen Ah, ist. genau, das wäre die nächste Aber das, Frage. ja, aber das Schöne Derzeit ist beim gibt es nur Fahrradreifen, Fahrradreifen, ne? Und die kann ich auch schon genau, kaufen. ja. Die können Sie kaufen. Und das Schöne ist von den Nutzern, also wir kriegen wirklich von Nutzern, die das gekauft haben, Rückmeldungen,
dass diese Straßenlage, also dieser Grip, das nennt man ja immer so schön, ne, dass der hervorragend ist und dass es wirklich ein sehr, sehr schön fahrbarer Reifen ist. Das deckt sich auch mit dem, was man im Labor sieht, also an Laborwerten, also jetzt bei Continental, nicht mehr im biologischen Labor, sondern in so einem Gummilabor. Die sehen halt, also, dass diese Reifen also sehr, sehr gute Eigenschaften haben. Wir haben natürlich aber auch Autoreifen und auch Lkw-Reifen schon gebaut. Und die sind auch schon alle getestet worden. Also jetzt nicht durch jemanden, der es gekauft hat, sondern durch Conti eigene Leute. Die haben dann eben halt eigene Teststrecken in Nordfinnland im Winter und auch in der Nähe von Hannover gibt es dieses sogenannte Conti-Drom, wo die dann getestet werden, aber auch im Labor. Da muss UV-Stabilität gemessen werden. Dafür lagen die jetzt mehrere Jahre in der Wüste und mit sehr starker Sonnenbestrahlung eben halt. Und was rauskommt, ist eben halt, dass die eine exzellente Performance haben. Also die stehen in keinster Weise dem Pendant aus dem Kautschukbaum irgendeiner Form hinterher. Also es ist wirklich vergleichbar sehr gut. Das klingt so ein bisschen nach einem zumindest Zwischen-Happy End. Birgt denn der Löwenzahn nach so vielen Jahren seiner Dekodierung und er hat sie ja auch scheinbar ihr ganzes Leben begleitet, birgt er noch Geheimnisse für sie? Ja, also das auf jeden Fall. Also ich meine, neben diesem Naturkautschuk, der uns natürlich jetzt primär da interessiert, macht der Löwenzahn natürlich noch andere wertvolle Substanzen halt. Ja? Und das ist jetzt, wo wir auch so ein bisschen dran arbeiten. Also wir arbeiten so ein bisschen in diesem Feld auch der Medizinalpflanzen, Medizinal- und Heilpflanzen. Und da gibt es natürlich auch unwahrscheinlich viel Potenzial, was da draußen wächst. Und wir wissen ja also aus diesen alten Büchern eben halt auch aus Klostergärten und Klosterbetrieben halt, die haben viele Sachen beobachtet. Noch richtig beobachtet. Die haben auch richtig beobachtet, wie man die Substanzen dann eben halt einzeln oder eben halt meistens so als Gemisch eben halt rausbekommen kann, ob man das wässrig machen muss oder ob man ein bisschen Öl reingeben muss. Das hat alles seinen Sinn ergeben. Und beim Löwenzahn, was wir da sehen, ist eben, es gibt eine Substanz, die nennt sich Taraxasterol. Also Taraxa ist diese Familienname, Taraxacum. Und das ist so ein bisschen. Verbindet sich so ein bisschen mit dem Naturkautschuk, also die Stoffwechselwege, die da laufen, die kommen so an einer Stelle, gehen die so ein bisschen auseinander. Der eine geht in Naturkautschuk, der andere geht in dieses Taraxasterol. Und es gibt so mittlerweile sehr, sehr schöne Versuche von einer kanadischen Gruppe, die eben sagen oder gezeigt haben, dass dieses Taraxasterol eben bei einigen Krebssorten auch sehr gut eingesetzt werden kann. Also es ist jetzt nicht immer, wie manchmal beschrieben ist, das ist die absolute Wunderwaffe, aber es ist ein Mittel, was durchaus Potenzial hat, eben halt auch in so klinischen Studien zeigen zu können, eben halt, dass es eine antikarzinogene Wirkung hat. Also wirklich, wo man sieht, dass Krebszellen dann auch eben kaputt gehen. Und das sind Dinge, die wir uns auch anschauen jetzt halt. Ja? Also wie ist die Synthese dahin? Kann man da auch was optimieren, um mehr rauszubekommen? Auch Zusammenarbeit dann eben halt mit Medizinern, die sich das dann angucken. Das ist eine hochspannende Sache halt. Und darüber wächst man immer weiter rein. Also unser Züchter zum Beispiel, das ist der größte oder einer der größten Züchter in Deutschland für so Sonderkulturen. Und der macht unwahrscheinlich viel, hat dann eben halt auch Arnika und Tausendgüldenkraut und. Also da ist eine ganz breite Liste, arbeitet natürlich auch mit dieser ganzen Phytopharmaka-Industrie dann auch zusammen. Und mit dem machen wir jetzt auch Dinge, dass wir über Kapuzinergrasse arbeiten, über Arnika arbeiten. Um wieder das Prinzip zu verstehen, warum macht die Pflanze das? Was ist eigentlich die, kann man das auch im Prinzip, also jetzt ohne, dass man züchtet, gibt es auch so Sachen, dass man Stressoren machen kann. Also diese Pflanze macht das ja auch nicht, weil sie da irgendwie Spaß dran hat, sondern diese Substanz hat ja auch für die Pflanze Nutzen. Und meistens sind das so Abwehrreaktionen, ne? Nach dem Motto, hier stehe ich und hier wachse ich und ich möchte nicht, dass er irgendein anderer meinen Standort dann eben einnimmt. Und dann gibt es dann so. Das nennt man dann Sekundärmetabolite, die dann eben die Pflanze ausströmt, der anderen Pflanze zu sagen, hier und nicht weiter halt, ja, hier bin ich. Und das hängt oftmals damit zusammen. Deswegen kann man auch so durch Vergesellschaftung von verschiedenen Pflanzen eben halt auch die Substanzen eben halt, die Gehälter dann eben dann auch hochschrauben. Absolut spannend halt und tagtäglich kommen Veröffentlichungen raus, eben wie Pflanzen eben sich auch so in der Natur dann eben halt damit kommunizieren zum einen, aber auch zum Beispiel Fraßfeinde abwehren und. Und das ist schon spannend. Ja, also die vielbeschworene Intelligenz der Pflanzen, der sie zunehmend jetzt auf die Spur kommen und ja, auf molekularer Ebene entschlüsseln wollen, wo wir Kräuterfrauen vielleicht einfach unsere Nase in die Wiese halten oder eben die alten Nonnen und Mönche in den Klostergärten einfach auch schon ja, ganz viel Wissen hatten, aber auf eine andere Art, ne? Ich fand es nur ganz kurz zur Ergänzung, ich fand es immer rückspannend, wie die darauf gekommen sind. Ich meine,
Einige dieser Heilmedizinalpflanzen, das ist natürlich auch, da sind ja auch potenzielle Gifte drin halt. Also ein bisschen zu viel davon und das geht in die andere Richtung. Ob das irgendwie auch ein bisschen Trial and Error gewesen ist, also dass man gelernt hat darüber, dass man gesehen hat, wenn ich da zu viel von habe, geht es einem nicht gut. Also ist schon spannend. Da würde man mal gerne jetzt so einen Lauf zurück machen und mal schauen, wie sich das so entwickelt hat über die Zeit halt. Das ist interessant, also dass man Dinge auch kochen muss, dass man sie nicht so nehmen kann, sondern erstmal kochen muss, weil man irgendwas abtöten muss an Proteinen, die da drin sind, die nicht so gut sind. Spannende Geschichten, ja. Ja, abschließend, das ist ein weites Feld auf jeden Fall. Ihre Botschaft aus der Wissenschaft an eben hier uns Kräuter, Frauen und Männer, was wünschen Sie sich oder wünschen Sie uns vielleicht im Umgang mit den Pflanzen? Also ich würde mir immer generell in der Öffentlichkeit so wünschen, dass man Pflanzen eigentlich ein bisschen mehr wertschätzt, als das im Augenblick getan wird. Ich habe mit vielen Leuten, die ich rede, die sagen immer, ja, aber Pflanzen, die wachsen doch da. Da ist doch, da kann ich mir das doch holen und dann ist doch alles gut. Aber jemand, der an Krebs arbeitet oder an Impfstoffen, das sind die Helden bei uns halt. Gell? Das ist eigentlich schade, weil eigentlich die Pflanze ist die Grundlage unseres gesamten Lebens halt. Also man sollte tunlichst nicht glauben, dass es irgendwann mal einen Planeten geben kann, wo keine Pflanzen drauf stehen und wir leben dann in irgendwelchen, weiß ich nicht, Erdhüllen und sowas und machen das. Nicht umsonst, wenn eine NASA sich darüber nach oder NASA darüber nachdenkt, den Mars zu besiedeln, spielen Pflanzen eine entscheidende Rolle halt. Ja? Also in unserer Ernährung, in der Produktion von Sauerstoff, in Regulation von Klima und so weiter. Und also Pflanzen wertzuschöpfen, finde ich wesentlich wichtig. Und ich finde auch wesentlich wichtig, dass diese Dinge eben halt, die man vielleicht immer noch so als dieses Hexenwerk abtut, dass man die auch wirklich in die Gesellschaft zunehmend transportiert. Ich glaube, dass die wenigsten wissen, dass ein Großteil unserer heutigen Medizin, die wir kaufen, wenn man mal bei Aspirin, dass der Ursprung des Aspirins eben halt die Weide gewesen ist halt. Ja? Und das wissen die wenigsten, die sagen, und das ist Bayer. Klar, weil Er sie es hatte auch davon ein kluges kaufen oder mit, Marketing, genau. ja, genau, oder vielleicht mittlerweile Ratiofarm oder irgendwas halt, aber es kommt aus Pflanzen und das ist wichtig halt, aber die Pflanze hat so in der Gesellschaft nicht so ein hohes Ansehen, ne? Und das sieht man ja auch in den stellenweise Gärten, die man dann so mal bewundern kann oder auch nicht, was die Leute sich da stellenweise reinpflanzen, muss ich auch mal sagen, mein Gott, es hat jetzt eben halt in der Diskussion über Insekten, Nahrungspflanzen für Insekten, also wirklich keine Bedeutung mehr. Das heißt ja nicht, wenn ich einen schönen grünen Garten da vor der Tür stehen habe oder hinter der Tür, dass der ökologisch auch irgendeinen Wert hat. Und es ist schade, dass die Leute anfangen, immer diese einheimischen Kräuter sind automatisch Unkraut. Das ist ja auch immer sowas. Unsere Pflanzen, die bei uns wachsen, sind alles Unkräuter, komischerweise. Und alles, was irgendwo aus Japan, China oder irgendwo herkommt, das sind dann irgendwelche Edelpflanzen. Und dann sieht man ja auch, was sie alles tun müssen, um diese Edelpflanzen dann eben halt auch durchzubringen. Schade, weil so eine schöne, schöne Wiese, also so eine Kräuterwiese, sieht schon toll aus, gell? Riecht toll, sind Insekten drauf, hat tolle, viele verschiedenste Farben, die man da machen kann. Ne? Und das sollte man einfach ein bisschen mehr fördern. Da sind Sie bei uns auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Dafür treten wir ja an und wir bedanken uns auf jeden Fall für dieses tolle Positivbild am Ende unserer spannenden Folge. Letzte Frage. Trinken Sie Löwenzahnwurzelkaffee? Ich habe es einmal probiert und ehrlich gesagt, da muss ich sagen, es schmeckt mir nicht. Ich habe auch schon mal Löwenzahn-Tee getrunken, halt, weil das immer noch diesen erdigen Geschmack hat. Okay, vielleicht Das. üben wir noch mal, weil der kann toll, toll schmecken. Ja? Ja. Okay, also den wisst ihr, ich halt in Korea habe ich es gemacht, weil in Korea kann man unwahrscheinlich viel von diesem Löwenzahn-Tee kaufen und der hat immer diese Huminsäure, diesen Erdgeschmack. Und ich habe da schon immer als Kind auch schon mal Probleme mit. Diese Erdgeschmäcker, die mag ich nicht so gerne. Diese Wurzel, generell Wurzelgemüsegeschmäcker. Das liegt sehr schnell bei mir dran, dass ich nicht so gut mit bin. Naja, gut, aber Sie arbeiten viel mit Wurzeln und ja, an Ja. der Wurzel. Und dafür bedanken wir uns ganz herzlich für heute bei Ihnen, Herr Prüfer. Ja, liebe Grüße nach Münster. Ja, und liebe Grüße zurück nach Dortmund. Der Reifen muss rollen. Unsere Mobilität ist eines der drängendsten Zukunftsfragen und vielleicht hat eine Wildpflanze die Lösung parat. Herr Prüfer hat es geschafft, aus der Blase einer sehr speziellen Forschung wirklich ins Licht der Öffentlichkeit zu treten und eine sehr eingängige Geschichte zu erzählen. Du hast gehört, wie die vielgeliebte Pusteblume als Rohstoff für einen ökologischen Fahrradreifen herhält, später auch Autoreifen, und als neu gewonnene Nutzpflanze die brennenden Wälder am Amazonas rettet.
Ein Forschungskrimi, der zeigt, was die Welt auf der Wiese für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, aber auch für unseren Planeten bedeuten kann. Dank an dich fürs Dranbleiben. Willst du mehr? Dann abonniere Kraut im Ohr für jede Menge Wildkräuterwissen. Wir freuen uns außerdem auf deine Bewertung. Damit hilfst du uns, uns noch bekannter zu machen und, davon ist auch Dirk Prüfer überzeugt, mit Wildkräutern die Welt zu einem besseren Ort zum Leben zu machen.